So. Das Thema ist das modulare Template mit SCSS, OOCSS und JLayout. Kurz über mich. Ich bin Grafikdesigner und Webdeveloper aus und in Berlin. 2004 habe ich mit dem Joomla-Vorgänger Mambu angefangen, damals war ich noch Angestellter. 2007 habe ich mich dann selbstständig gemacht mit der Agentur Karo 3. Bei Karo 3 machen wir Printdesign und Webdesign und sind spezialisiert vor allem auf individuelle Lösungen. Das heißt, vom Konzept bis zur Programmierung machen wir alles individuell. Und trotzdem kann man Quellcode immer wieder verwerten. Und was man dabei beachten muss, das ist das heutige Thema. Nun kommen wir erstmal zum Sinn von modularen Templates. Ja, modulare Templates benötigen eine gute Struktur. Und das ist auch schon ein Riesenvorteil. Das heißt, wenn ich eine gute Struktur habe, kann es nicht passieren, dass wenn ich eine Webseite vor 4 Jahren einfach mal schnell runterprogrammiert habe und ich soll jetzt etwas Größeres verändern, dann kann es nicht passieren, dass ich mich erstmal wieder zurechtfinden muss in meinen eigenen Quellcode. Weil ich immer wieder dieselbe Struktur verwende, habe ich natürlich es sehr viel einfacher, mich zurechtzufinden. Außerdem ermöglicht es schnelleres Programmieren. Man nutzt halt viel Utility Classes, also Klassen, die eine bestimmte Funktion haben, die ich dann immer wieder verwerten kann. Auch habe ich auch ganze Quellcode-Blöcke, die ich halt einfach wieder verwerten kann. Dadurch wird auch Wildwuchs vermieden durch die gute Struktur, weil ich halt eine gute Namensstruktur auch in meinen Klassen habe, kann es nicht passieren, dass ich in ein paar Jahren neue Klassen erstelle, weil ich dachte, ich brauche sie. Dabei habe ich schon Klassen, die genau das schon machen. Dadurch entsteht natürlich auch eine gewisse Konsistenz in der Webseite. Die Gefahr, dass ich auf der einen Seite der Button, ich sage jetzt mal, einen 3-Pixel-Radius hat und auf der anderen Seite einen 4-Pixel-Radius hat, wird dadurch nicht passieren, weil ich immer wieder dieselben Klassen wiederverwerte. Auch die Codequalität verbessert sich. Dadurch, dass ich halt nicht mehr die Zeit investiere, Sachen neu zu schreiben, sondern die Sachen wiederverwerten kann, kann ich natürlich die Zeit investieren, um meinen Code immer wieder besser zu machen. Natürlich vereinfacht die gute Struktur auch die Teamarbeit. Es ist natürlich sehr viel leichter zu sagen, okay, nach diesem System arbeite ich, das schaut er sich kurz an und weiß gleich, okay, hier finde ich die Klasse. Und knifflige Lösungen, können nicht vergessen werden. Bei mir kommt es immer wieder vor, dass ich Probleme habe, also Sachen habe, die etwas kniffliger sind. Und dann passiert es halt, dass ich ein paar Jahre später genau dasselbe Problem habe. Ich weiß nur, ich hatte dieses Problem schon mal, aber ich weiß nicht mehr, wie ich es gelöst habe. Dadurch, dass ich jetzt immer, wenn ich etwas Komplexeres habe, etwas habe, was ich denke, was wertvoll ist, wieder zu verwerten, und das dann quasi in mein Master-Template mit einbaue, kann es mir nicht mehr passieren. Ich muss nur noch die Datei wieder reinladen, die Klassen vergeben und es läuft. So habe ich zum Beispiel dieses Jahr das Problem gehabt, ich wollte Quadrate haben, wo der Text in der Mitte steht. Die Quadrate sind dynamisch, das heißt, je nach Bildschirmgröße sind sie anders. Außerdem habe ich hier einen netten kleinen Rotationseffekt, der dann auch halt auch bei Safari funktioniert, was ein bisschen kniffliger war. Damit ich das nicht, und das ist halt alles nur CSS. Und damit ich das nicht alles nochmal irgendwann in 4 Jahren, wenn ich nochmal ein Quadrat brauche, habe ich halt meine Klassen schon vorgebaut und muss nur die SCSS-Datei und später reinladen. Nun kommen wir zum Schritt 1 Konzept. Ganz wichtig, immer Schritt 1 ist Konzept. Daran sollte man sich immer halten. Das heißt, bevor ich anfange mit dem Design, bevor ich anfange mit der Programmierung, ich habe vorher Wireframes erstellt, ich habe vorher mir einen Plan gemacht, wann, wo, wie, was funktionieren soll und habe eine gewisse Struktur. Das heißt, ich habe auch ein Raster. Ich komme ursprünglich aus dem Printbereich und im Printbereich macht man nichts ohne ein gutes Raster. Das macht ist alles einheitlicher, die Abstände sind einheitlicher, es gibt eine innere Struktur auf der Webseite. Selbst Seiten, die nicht so aufgebaut sind mit Spalten, haben ein Raster, weil dadurch dann die Abstände halt immer einheitlicher sind und halt alles dadurch harmonischer wirkt.
Auch natürlich muss man beachten, dass die verschiedenen Bildschirmgrößen dann natürlich das Raster dementsprechend angepasst werden müssen. Dann gucke ich mir die Elemente an. Ja, ich gucke mir die Elemente an und gucke, welche Elemente wiederholen sich denn. Das heißt, hier haben wir zum Beispiel den Button. Der ist natürlich in diesem Fall nur ein Link, aber wenn ich einen Button mache für ein Formular, sieht er genauso aus. Wenn ich hier weiter unten gucke, habe ich immer diese Paare zwischen Autor und Datum. Das sind Sachen, die sich wiederholen. Natürlich wiederholen sich auch die Teaser. Das heißt, ich gucke mir an, welche Sachen wiederholen sich und arbeite nicht nach Seiten oder nach Modulen, sondern ich arbeite nach welches Muster ergibt sich auf der Seite. Und damit kommen wir zu den Buzzword Pattern Library, auf das ich jetzt nicht weiter groß eingehen möchte, weil nach mir kommt ein Vortrag genau über Pattern Libraries. Wer sich dafür interessiert, kann sich den anschauen. Schritt 2, Struktur. Struktur ist zum Beispiel eine gute Naming Convention. Das heißt, wie betitle ich etwas richtig? Wie arbeite ich mit Namen? Und was muss eine gute Naming Convention können? Sie sollte Zeit sparen. Ich bin nicht so entscheidungsfreudig, habe also Probleme manchmal, mir einen Namen auszudenken. Das ist natürlich von Vorteil, wenn ich ein gewisses System habe, wie ich die Namen aufbaue, dann muss ich nicht mal so viel drüber nachdenken, wie ich es dann benennen soll. Natürlich erzeugt auch der Name am besten eine gewisse Struktur. Das heißt, anhand des Namens kann ich dann schon sehen, in welcher Datei befindet sich diese Klasse. Auch die Namen machen Sachen leichter wiederverwertbar. Wenn ich jetzt eine Klasse nehme und sie nenne Cardbody, dann ist es, und diese Cardbody-Klasse macht nichts anderes, als nur den inneren Abstand zu verändern, dann kann ich diese Cardbody-Klasse natürlich nicht für einen Button benutzen, obwohl ich denselben Abstand erzeugen möchte. Das heißt, wenn ich da eine Klassenname verwende wie Abstand, Padding, kann ich natürlich sehr viel einfacher sie wiederverwenden. Am Ende macht eine gute Naming Convention auch den Quellcode dry. Das heißt, ich wiederhole mich nicht mehr. Ich habe im Idealfall, wenn ich einen gewissen Rahmen um manche Elemente haben möchte, dann habe ich den einmal gesetzt und füge den dann immer nur wieder zu, wo ich ihn brauche. So, ich habe natürlich mir die großen Naming Conventions angeschaut, von Atomic CSS, OOCSS, SMAX und natürlich auch BEM, auf den ich kurz eingehen möchte, weil das der bekannteste und beliebteste ist. BEM arbeitet nach Block Element Modifier und das sagt quasi schon alles aus. Das heißt, ich habe einen Block, in diesem Fall Card. Ich habe ein Element, dann hier unten das Image und ich habe den Modifier Top. Und danach baut sich das alles auf. Man hat dadurch eine wunderbare Struktur, man kann alles direkt ansprechen, das heißt, keine Verschachtelung in den Klassen sind notwendig. Aber es war nicht so ganz meins, muss ich zugeben. Für mich war es ein bisschen zu sehr überfrachtet und passt auch nicht ganz zu den Art und Weise, wie ich gerne arbeite, nämlich nach OOCSS. Das heißt Object-Oriented CSS. Wurde entwickelt von Nicole Sullivan 2008 und hat quasi zwei Regeln. Separiere Struktur von Aussehen. Das bedeutet, ich mache im Regelfall zwei Klassen. Eine Klasse für die Struktur, den Abstand, die Position von den Elementen und eine Klasse für das Aussehen. Die Farben, die Schriftgröße. Und das bringt mir den Vorteil, dass ich jetzt halt die Klassen viel besser modular zusammensetzen kann. Das heißt, sagen wir mal, ich habe eine Box und mal soll die Box grün sein, mal soll die Box blau sein. Dann habe ich quasi eine Klasse für die Box und eine Klasse für die Farbe. Und separiere Container von Content. Das heißt, ich versuche, alles direkt anzusprechen. Das heißt, Klassen werden direkt an den Objekt vergeben, was ich beeinflussen möchte. Schauen wir uns mal einen Vergleich an. Das hier ist ein Beispiel aus Bootstrap.
Das ist ähnlich aufgebaut da wie bei BEM. Man hat also quasi einen Block, ein Element und Modifier. Sie sparen sich die zwei Striche, die übrigens BEM dafür verwendet, weil sie verhindern wollen, dass wenn man einen Modifier hat wie Primary Red oder so, wo es aus zwei Wörtern besteht, dass man dann immer noch unterscheiden kann, dass das eine ein Modifier ist und das andere Element ist. Aber bei mir kommt es relativ selten vor, dass ich ein zwei Wörter brauche. In OOCSS könnte es so aussehen. Ich habe also statt dem eben gerade den Card Image Top, habe ich zum Beispiel Border Radius Top. Weil Card Image Top macht nichts anderes, als dass er oben die Ecken abrundet. Also warum nenne ich es Card Image Top und nicht Border Radius Top? So kann ich halt direkt sehen, was es macht und kann, wenn ich jetzt später irgendwo nochmal oben abgerundete Ecken haben möchte, kann ich einfach nochmal die Klasse wiederverwerten. So, dann kommen wir zur Dateistruktur. Dank der CSS-Compiler ist es durchaus üblich, dass man jetzt seine CSS-Dateien in kleine Pakete packt. Da stellt sich natürlich die Frage, wie sehen die Pakete aus? Wie mache ich das am besten? Da ist das beliebteste Prinzip Atomic Design. Atomic Design arbeitet mit fancy Namen, was schon mal ganz schön ist. Und sie arbeiten von kleinen ins große. Das heißt, man hat Atome, was dann zum Beispiel Inputs und Label sind. Dann haben sie Moleküle, was quasi eine Kombination aus Atomen ist. Und sie haben Organismen, was eine Kombination aus Molekülen ist. Also ein Molekül könnte zum Beispiel eine Formgroup sein und ein Organismus ist dann eine Form. Dann haben sie noch Templates und Pages, um noch mehr ins Größere zu strukturieren. Atomic Design habe ich auch für mich ausprobiert, hatte für mich auch nicht den gewünschten Effekt, aus zweierlei Gründen. Einmal fand ich es schwierig, ab wann fängt ein Organismus an und wo hört das Molekül auf. Das heißt, da habe ich auch mit anderen Programmierern, mit denen ich darüber geredet hatte, auch unterschiedliche Meinungen. Und wenn es unterschiedliche Meinungen geben kann und dann Widersprüche entstehen, ist das schon mal nicht gut. Zweitens, passt nicht zu den Object-Oriented CSS. Also habe ich mir eine eigene Struktur ausgedacht, zusammen mit meiner Frau, die natürlich auch fancy Namen brauchte, das ist ganz klar. Also habe ich einmal DNA für Variablen und Browser-Prefixes in Fonts, dann habe ich die wichtigen Ordner Skeleton in Skin. Das Skeleton ist quasi die Struktur und die Skin ist quasi das Aussehen, was ich über die Struktur drüber lege. Dann habe ich die Organe, was quasi wie Atome sind. Das heißt, da sind die Links drin, die Überschriften drin. Und dann habe ich LIMS. Das ist für besondere Elemente, wie zum Beispiel ein Menü. Da habe ich nochmal extra Klassen für. Und Extensions, den Ordner, sollte man eigentlich im Idealfall nicht benötigen. Aber falls man ihn benötigt, kann man noch für Extensions extra Klassen haben. So. Kommen wir nochmal zurück zur Naming Convention. OOCSS hat kein System, also keine Regel, wie ich jetzt die Klassen benennen muss. Also auch hier habe ich mir selber Gedanken gemacht, wie ich ein sinnvolles System finde und habe gesagt, als erstes muss das stehen, worauf der Fokus liegt. Also statt dass ich sage Red Color, was eine rote Farbe für eine Klasse wäre, um eine rote Farbe in der Schrift zu machen, habe ich Color Red gemacht. Weil so kann ich gleich am Anfang des Segments schon sehen, was macht die Klasse? Außerdem benutze ich auch den Anfangteil der Klasse, zeigt mir auch, in welcher Datei es ist. Das heißt, SP steht für Spacing bei mir, finde ich also dementsprechend in den Skeleton-Ordner in der Spacing-Datei. R steht für Right, XL für Groß. BG steht für Background, ist also in der Background-Datei in dem Skin-Ordner zu finden. D steht für Dark, Text, Color, Orange. Also nach dem Prinzip baue ich meine Klassen auf. Schritt 3. Sehr wichtig für ein modulares
Template ist SCSS, also beziehungsweise nicht SCSS, ist ein CSS-Compiler. Meine Wahl war halt SCSS. Gibt es hier im Raum noch welche, die ohne CSS-Compiler arbeiten? Dennoch gehe ich kurz auf ein paar der Funktionen ein. Aber CSS-Compiler haben auf jeden Fall einen großen Vorteil. Sie helfen beim Strukturieren. Ich kann Variablen setzen und Schleifen benutzen. Variablen setzen, so kann ich zum Beispiel die Schriftfarbe für den Text setzen. Das heißt, ich habe eine Variable ColorText, übergebe ihr die Farbe und kann sie in den BodyText setzen. Ich kann mir die Schriftgrößen berechnen. Hier habe ich meine Basisschriftgröße, das ist 16 Pixel in dem Beispiel. Und Text L ist, berechne ich dann mit einem Dreiersatz, was 20 Pixel in REM wäre. Dann gibt es ein Mixin. Mixin ist quasi ähnlich wie Variablen. Ich kann damit mehrere CSS-Eigenschaften auf einmal übergeben und es sogar mit Variablen beeinflussen. Darüber mache ich zum Beispiel meine ganzen Browser-Prefixes. Hier kann ich sehen, dass ich quasi addMixin, dann form2direction, das sind die Variablen für die Anfangsfarbe, die Endfarbe und die Richtung, in die der Verlauf gehen soll. Und mit addInclude kann ich dann den Gradienten hinzufügen und denen halt die gewünschten Variablen übergeben. Heraus kommt das, also ganz normales CSS. Strukturieren. Ich kann damit natürlich besser auch strukturieren. Das heißt, ich habe hier, baue dementsprechend auch modular meine Klassen ja auch auf, habe also Background und dieses Und setzt quasi alles, was ein oberen Element ist, an die Stelle des Unds ran. Dadurch erschaffe ich die Klasse BackgroundD, also BGD, übergebe ihnen die Variablen und kann auch sagen, mit dem A-Tag, dass ein Background D mit der A-Tag diese Farben haben soll. Und wieder hier mit dem Und übergebe ich dem Hover auch nochmal eine andere Farbe. Heraus kommt dann dieser Code. Dann eine ganz besondere Funktion ist auch Extend. Die perfekt auch für Object-Oriented CSS quasi ist. Ich kann quasi Klassen erweitern. So habe ich zum Beispiel meine Links im Menü haben immer die Klasse Menü A und die Header im Menü haben die Klasse Menü Header. Und ich möchte in diesem Fall halt, dass mein Menü Header genauso aussieht wie ein Link. Dementsprechend erweitere ich den Menü Header mit dem Menü A. Herauskommt das dabei. Das spart natürlich Quellcode und hilft auch bei der Performance damit. Es gibt aber ein Problem bei Extend, worauf man achten sollte. Wenn ich verschachtelte Elemente habe, dann kann es sehr schnell sein, dass die CSS-Datei mit einem nicht durchdachten Extend mal 10 KB größer wird. Das passiert. Wenn ich jetzt zum Beispiel wieder zum alten Beispiel zurückgehe und ich habe jetzt gesagt, Menü Header möchte ich gerne erweitern mit Background D, dann habe ich das Problem, dass jetzt hier Background D und Menü Header steht, Background D A und Menü Header A. Das heißt, er nimmt halt quasi überall, wo die Klasse ist, also die komplette Verschachtelung wird dann halt auch erweitert. Und ein Menü Header A macht natürlich keinen Sinn, weil der Header hat natürlich keinen Link. Dafür, um das zu umgehen, gibt es Silent Classes, quasi Platzhalter. Statt dass ich nur ein Menü A habe, mache ich jetzt hier noch ein Prozentzeichen Menü A, das ist dann die Silent Class. Benutze dann Menü A, wenn ich jetzt Menü A in einem verschachtelten Element nochmal hätte, würde ich jetzt nur Menü A verschachteln, aber nicht die Silent Class verschachteln. Und so kann ich sagen, Menü Header soll die Silent Class erweitern. Das ist quasi wie nur ein Platzhalter. Die wird nicht ausgegeben im CSS. Und kann so halt dieses Problem umgehen. Dann kann ich Schleifen machen. Schleifen machen
Schleifen nutzen, ist natürlich von Vorteil, wenn man Utility Classes benutzt. Ich habe in meinem Template 7 verschiedene große Abstände mit 4 verschiedenen Richtungen natürlich, oben, unten, rechts, links. Um da die ganzen Klassen zu bauen, müsste ich ja ganz schön viel tippen. Und hier mit den Schleifen kann ich das umgehen. Hier habe ich quasi ein Array Sizes und ein Array Position und kann dann hier mit der Each-Schleife die Variablen übergeben und die Variablen dann halt später beim Aufbau nutzen. Ach so, eine Sache noch, dieses hier die Raute und geschweifte Klammer auf, dafür, das ist manchmal notwendig, um es direkt einzufügen und damit er nicht da irgendetwas noch manipuliert oder bei Plus-Minus-Rechnungen, solche Sachen kann man das gebrauchen. Kommen wir zum Schritt 4. Jetzt haben wir eine modulare Struktur, wir haben ein modulares CSS, jetzt brauchen wir noch ein modulares HTML bzw. PHP. Dafür kommen JLayouts. JLayouts wurde das erste Mal genutzt im Backend. Mittlerweile gibt es relativ viele JLayouts. Die Layouts findet man direkt im Unterordner von Joomla unter Layouts. Möchte man, also da gibt es dann, also man gliedert quasi mit JLayouts Quellcode aus dem Template nochmal aus. Kann das dadurch in anderen Templates nochmal wiederverwerten. So hat man dann zum Beispiel den Full-Image auch ausgegliedert, damit man Full-Image zum Beispiel in anderen Komponente denselben Quellcode nochmal wiederverwerten kann. Möchte man da einen Override für machen, kann man das machen wie immer. Das heißt, man geht über Erweiterung, Template, Template, Template auswählen und dann im zweiten Tab Overrides erstellen, findet man dann auf der rechten Seite das Layout und kann es mit einem Klick quasi in sein Template einen Override erstellen. Die Struktur dort wäre es natürlich dann, in dem Template-Ordner gibt es einen HTML-Ordner und dort gäbe es dann jetzt einen Layouts-Ordner noch zusätzlich, wo dann die Overrides, die man angeklickt hat, drin hätte. So, aber die spannende Frage ist, wie kann man JLayouts noch verwenden? Eine Sache zum Beispiel ist Teaser. Teaser sind einfach überall. Man findet Teaser in der Blockview, man findet Teaser in dem Kategoriemodul, man findet Teaser im Schlagworte ähnliche Modul. Hier sind nochmal andere Teaser in dem Intro-Items der Blockview. Also die reagieren anders im Responsive Design. Und ich habe Teaser in den Schlagwörtern. Jetzt könnte ich natürlich dahin gehen. Normalerweise würde man dann halt quasi anfangen und die ganzen Templates halt einzeln anpassen. Und wenn man immer dieselben Struktur und dieselben Klassen haben möchte, ist das natürlich relativ viel Arbeit. Das ist überhaupt nicht notwendig. Dank JLayouts kann ich das nämlich alles ausgliedern. Ich kann also quasi den Code nehmen von der Block-Item-PHP und kann den einfach in einen Layout verwandeln und den einfach überall wieder verwerten. Das heißt, das ist der Befehl, um ein JLayout reinzuladen. Man muss nur zwei Angaben eigentlich wirklich machen. Man macht einmal die Angabe, wohin es soll. Das heißt, wie gesagt, standardmäßig im Template ist es dort zu finden. Man sagt also, ich möchte den Unterordner Karo 3. Warum Karo 3? Weil es immer sinnvoll ist, in solchen Sachen individuelle Namen zu benutzen, damit es nicht man Gefahr läuft, dass eine Erweiterung denselben Namen verwendet. Dadurch kann man das schon mal umgehen. Dann möchte ich gerne den Unterordner Content und dort die Teaser-PHP laden. Und jetzt übergebe ich quasi nur noch die Variable, was ein Array sein sollte. Und das ist quasi schon der komplette Befehl, womit ich das JLayout reinlade. Ich kann natürlich da auch noch mehr Variablen hinzufügen. Ich könnte noch den Basispfad von dem JLayout verändern, was nicht notwendig sein wird. Man könnte auch für die verschiedenen Joomla-Versionen auch verschiedene Layouts ausgeben. Der einzige Unterschied zwischen dem Quelltext im Block-Item-PHP und dem Quelltext dann später in dem JLayout ist, die Variablen kommen in der Display-Data an. Das heißt,
kein schönes Item, deswegen mache ich meistens dann noch das, damit ich ein schöneres Wort da zu stehen habe. So, wo kann man noch J-Layouts verwenden? J-Layouts verwenden tue ich überall da, wo sich eine Struktur wiederholt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zurückdenke an dieses Paar zwischen Autor und Datum, selbst da macht es Sinn, ein J-Layout für zu verwenden. Überall, wo Strukturen sich wiederholen, aber halt auch da, wo ich denke, diesen Code kann ich nochmal gebrauchen. Ich habe zum Beispiel für die verschiedenen Möglichkeiten, wie ein Teaser aussehen kann, habe ich schon fertige J-Layout-Strukturen-Teaser-Dateien geschaffen und muss jetzt quasi nur noch diese jeweilige Teaser-Datei reinladen. Also ob mal die Überschrift über dem Bild ist, die Überschrift neben dem Bild ist, das habe ich halt alles in verschiedenen Dateien und muss nur noch das gewünschte Layout reinholen. Aber auch selbst Grundstrukturen vom Template. Eine Header, der Kopfbereich mit dem Logo und der Navigation, gibt es auch hin und wieder mal, dass ich andere Strukturen dafür benötige. Und auch da habe ich den Quellcode dementsprechend ausgelagert und lade dann quasi in mein Template einfach die jeweilige Header-Struktur rein, die ich gerade brauche für dieses Projekt und muss das nicht nochmal schreiben. So, dann sind wir fertig. Nicht wirklich. Weil man kann eigentlich immer optimieren, optimieren, optimieren. Es ist nie so, dass ich sage, okay, das System, wie ich mein Template aufbaue, ist immer dasselbe. Es erweitert sich immer mehr, es wird immer ausgefeilter, man verbessert es immer wieder. Auch gibt es einen guten Grund, immer wieder nochmal zu gucken, bin ich überhaupt noch in dem System, wie ich eigentlich arbeiten möchte? Oder habe ich, weil ich unter Stress stand, plötzlich Klassennamen verwendet, die nicht sinnvoll waren. Das sollte man nochmal durchgucken, wenn man mal wieder Zeit hat und das dann wieder ausbessern. Es macht Sinn, auf die Kilobyte-Anzeigen zu achten. Also zumindest tue ich das. Das heißt, um halt zu überwachen, ob quasi vielleicht ein Extend etwas verursacht hat, was ich nicht bedacht habe. Oder ich habe eine Situation, wo ich merke, okay, irgendwie ist die CSS-Datei größer, als ich dachte, dass sie sein müsste. Dann weiß ich, okay, irgendwo scheine ich Sachen geladen zu haben, die nicht notwendig waren. CSS-Selektoren optimieren. Das ist ein Thema für sich. Der Punkt ist, oft sagt man, sollte auch CSS-Selektoren optimieren für die Performance. Ja, es gibt einen Performance-Unterschied, wenn ich den Universal-Selektor benutze oder wenn ich verschachtelte Klassen benutze. Aber es ist nur im Millisekundenbereich. Das heißt, selbst wenn ich 5000 verschachtelte Klassen habe, habe ich dann vielleicht mit Chrome 13 Millisekunden die Seite länger braucht zum Rendern. Das ist nicht gerade viel, sage ich jetzt mal. Aber es macht durchaus Sinn, trotzdem sich die Zeit zu nehmen und zu gucken, dass man halt nie im Idealfall verschachtelt und nie im Idealfall den Universal-Selector benutzt und nie im Idealfall IDs benutzt und nie Attribute benutzt und so wenig Pseudo-Elemente benutzt, weil die Sachen werden immer spezifischer und spezifischer und spezifischer. Das heißt, wenn ich dann im Responsive Design die Sachen überschreiben muss, dann ist es natürlich von Nachteil, wenn ich da eine ganze Kette an Klassen hinschreiben muss. Und aus Verzweiflung, weil ich keine Lust mehr habe, alles nochmal hinzuschreiben, hau ich dann die Important-Keule raus. Also deswegen, man sollte schon gucken, dass man so wenig verschachtelt wie möglich. Dann kommen wir nochmal zum aufgeblähten CSS-Dateien. Wenn ich jetzt die komplette Bootset-Library reinlade, die unkomprimiert, glaube ich, über 170 KB sind, dann ist das, und ich benutze nur ein Viertel der Klassen, dann ist das nicht besonders sinnvoll. Das macht wirklich einen Unterschied in der Ladegeschwindigkeit. Also wenn ich, je nach Browser, das ist auch bei den CSS-Selektoren auch interessant, deswegen macht es dafür auch nicht wegen der Performance Sinn zu optimieren, weil jeder Browser hat mit unterschiedlichen Selektoren Probleme. Das heißt, das, was bei dem einen Browser gut läuft, kann bei dem anderen Browser langsam laufen. Und hier ist es auch bei den aufgeblähten CSS-Dateien so,
Chrome hat weniger Probleme mit aufgeblähten CSS-Dateien. Da kannst du mal so um die 20% längere Ladezeiten von der CSS-Datei brauchen, während bei Firefox es dann 60% langsamer sein könnte. Also da macht es tatsächlich Sinn zu gucken, nicht verwendete CSS-Klassen rauszuhauen, und da hilft UnCSS. Findet man auf GitHub, ist eine nette Funktion, die quasi dir dein HTML sich anschaut, deine CSS-Datei anschaut und alle CSS-Klassen, die du nicht verwendest, einfach raushaut. Noch performance-relevanter ist tatsächlich, was zwischen den Klammern steht. Kann man weniger beeinflussen, aber erwähnen wollte ich es trotzdem, weil wenn ich jetzt zum Beispiel viel mit Border-Radius, mit Schatten, mit Verläufen, mit Transparenzen arbeite, das sind alles Sachen, wo der Browser jedes Mal berechnen muss, welche Farbe er ausgeben soll. Wenn ich scrolle, muss er wieder neu berechnen, welche Farbe gibt er aus. Das heißt, da kann es auch nochmal einen Unterschied geben, wie schnell etwas gerendert werden kann. Kann man natürlich aber nicht immer beeinflussen, weil wenn das Design nun mal so ist, ist das Design nun mal so. So, so ein modulares Template einmal komplett aufzubauen, sich so eine Struktur aufzubauen, dauert natürlich alles so seine gewisse Zeit. Wenn ich einfach Bootstrap verwenden würde, wäre es natürlich schneller beim ersten Mal. Aber dadurch, dass ich dieses System ja selber gemacht habe, kenne ich mich natürlich viel besser auch aus und kann dann später auch schneller arbeiten. Und ich kann es nur empfehlen, es hat mir auf jeden Fall viel gebracht. Meine CSS-Dateien sind wesentlich kleiner geworden, meine Arbeitsgeschwindigkeit ist schneller geworden und der Quellcode ist auch sauberer geworden. Und wenn unser Quellcode sich nicht unterscheidet von denen von Page-Bildern und vorgefertigten Templates, dann warum dann überhaupt individuell programmieren? So, noch Fragen? Also bei mir hat es bis. Also eine Problematik bei UnCSS kann sein, dass Klassen durch JavaScript gesetzt werden. Beim Responsive Design, wenn da Klassen nochmal hinzugefügt werden, damit es responsive wird, da kann es dann tatsächlich sein, dass er die Klassen dann halt auch raushaut. Das heißt, es gibt auch UnCSS, gibt es auch eine Webversion, eine Webseite. Ich weiß gerade leider nicht, wie sie genau heißt, aber findet man auf der GitHub-Seite zur UnCSS. Und da mache ich es tatsächlich so, dass ich den Quellcode von meiner Webseite rauskopiere, also in HTML, wenn es dann schon natürlich alles fertig ist, einfach reinschmeiße, den Browserfenster kleiner mache, den Quellcode nochmal kopiere, wieder reinschmeiße, weil das ist ja am Ende ihm egal. Er will ja nur gucken, ob die Klassen drin sind. Seiten, wo nochmal extra Klassen drin sind, nochmal aufrufe, den Quellcode rauskopiere, alles in ein Feld reinschmeiße, sodass ich dann quasi drei Seiten in das Feld reingeschmissen habe am Ende, drücke den Button und dann kriege ich das CSS raus. Und dann ist es halt nochmal, also es macht schon einen Unterschied. Also obwohl ich ja durch das Wiederverwerten von den Klassen ja schon relativ viel gespart habe im Verhältnis zu dem, wie ich vor meine Dateien groß waren, haut es aber trotzdem nochmal Drittel der Klassen oder Viertel der Klassen nochmal raus. Also es macht schon einen Unterschied, es lohnt sich schon. Und ich hatte bisher noch keine Probleme damit, es hatte bisher immer gut geklappt. Ja. Wie machst du das dann, wenn du, keine Ahnung, du hast jetzt irgendwie den Header gemacht für so einen Blog-Eintrag mit einem Meta und einem Titel? Mhm. Oder Beispiel war zum Beispiel ein Bild, wo du Border Top gesagt hast oder eine Farbe, wo du die CSS-Klasse nach der Farbe benennst. Und jetzt kopierst du den Style und verwendest das in einem anderen Theme und da soll eine andere Farbe haben. Dann müsstest du überall die CSS-Klasse auftauchen. Ja, es gibt zwei verschiedene Anwege, also ja. Herangehen.
Genau, also auf der einen Seite ist es natürlich immer schön, wenn man genau an der Klasse erkennt, was es genau dahinter ist. Ich benutze tatsächlich verschiedene Variablen dazu. Ich habe drei Variablen für die Corporate Design Farben von der jeweiligen Unternehmen. Das heißt, ich habe dann Color 1, Color 2, Color 3. Ganz crazy. Habe dann da die Haut-CI-Farbe, die zweite, und verwende sie dann halt auch dementsprechend automatisch. Das heißt, so löse ich das Problem. Ich CSS-Klasse würde dann immer noch Red heißen? Nee. Ich habe ich habe schon eine CSS-Klasse mit Red für die Fehlermeldung. Und ich habe eine CSS-Klasse für dunkel und eine CSS-Klasse für hell. Das sind dann halt die Klassen, wenn ich weiß, okay, das ist eine dunkle Farbe, da wird dann die Corporate Design Farbe, die dunkel ist, reingeladen automatisch und die weiße Schrift. Genau, also weil sonst ist es halt ein bisschen blöd, das so zu machen. Nee, ist klar. Nee, ich habe da, deswegen habe ich zwei Strukturen. Ich habe meistens aber trotzdem noch. Für die gängigsten Farben habe ich nochmal extra Sachen, aber keine Klassen, nur die Variablen habe ich dann trotzdem schon gelegt. Ja. Das ist sowieso immer der erste Schritt natürlich. Wenn ich ein neues Template anfange, ich öffne die Variablen-Datei und ändere überall die Variablen. Dementsprechend wie das Corporate Design von der jeweiligen Agentur gerade halt ist. Ja. Also ich zeige das morgen. Wie man das anlegt mit Webpack und wie man das Ja, naja, ein Kritikpunkt, den man öfter mal hat wegen Object-Oriented CSS, ist halt, dass es sich nicht so sehr von Inline-CSS quasi unterscheidet. Was nicht ganz stimmt, weil man hat ja trotzdem Klassen, die mehr als nur den Abstand regeln. Klassen, die halt noch mehr machen. Aber es gibt tatsächlich hier Atomic CSS, ist quasi eine Convention, die halt wirklich damit arbeitet, dass sie, ich glaube, wurde, ich weiß nicht mehr, für wen, von den, ich glaube, Yahoo oder so wurden sie entwickelt, das System. Und die haben tatsächlich für jede Eigenschaft eine extra Klasse. Okay. Das habe ich nicht. Also ich habe für die Abstände extra Klassen, ich habe für Farben extra Klassen und ansonsten versuche ich das schon zu bündeln, weil ansonsten wird der Quellcode ja auch nochmal größer. Also zum Beispiel für Spalten, wenn ich jetzt mit Flexbox arbeite, da habe ich dann halt eine Gruppe von Eigenschaften, die dann schon fertig drin ist. Ja. Tja. Wenn keine weiteren Fragen sind, dann würde ich das jetzt einfach mal beenden. Ansonsten könnt ihr mich auch nochmal fragen, ich laufe ja hier auch noch rum und so weiter.